Moin, was geht ab, ihr Lümmels? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tomb Raider. Inzwischen, glaube ich, Episode 10 oder so, oder 9. Und in dieser Folge werden wir uns auf jeden Fall zu der Absturzstelle des Piloten begeben. Den wir auf jeden Fall noch retten, beziehungsweise war es der Co-Pilot? I don't know. Vorher würde ich allerdings gerne noch eine Sache probieren. Nämlich zu gucken, wie ich an den einen Looter komme. So, da die Tür kann ich auf jeden Fall jetzt auch aufmachen inzwischen. Und weg damit. Das ist große Klette, eine Wurzel, mit der im Campo traditionell Entzündungen behandelt wurden. Ach so, ich muss da gar nichts untersuchen. Ich Dulli! Ich glaube, wir haben ja aber einiges verpasst, ne? Beziehungsweise können jetzt plötzlich Sachen aufmachen, die wir vorher irgendwie nicht aufmachen konnten. Also leider gibt es auch hier in diesem Spiel Backtracking, was ich ja ultra liebe. Nicht. Shit, ich hasse Backtracking des Todes, ey. Achso, ich dachte, den Gegenstand, da können wir auch aufnehmen. Ach, Mädchen. Seid ihr doch nicht so dämlich, Mann. Nach 2 Wochen erhielt ich eine Audienz bei Ihrer Majestät, Himiko von Yamatai. Ich muss gestehen, eine Frau wie Sie habe ich noch nie getroffen. Schön, aber rätselhaft. Ja, berechnend sogar. Sie umgibt sich mit ihren Priesterinnen der Sonne. Da ist kein Mann, außer dem General ihrer Armeen. Als ich sie alleine traf, wurde mir klar, dass sie nicht ist, was sie zu sein scheint. Mein Herr wollte, dass ich spioniere, die Stärke ihrer Truppen ermittle. Doch nun scheint es, als ergründe sie mich. Mein Herr hat die Bedrohung durch Yamatai wohl unterschätzt. Ich weiß nicht, wie stark die Sturmwache ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Konflikt mit der Sonnenkönigin nicht anzuraten wäre. Ah, so, falls ihr euch wundert, was das gerade für ein komisches Plop-Geräusch war, das war mein Ladekabel. Ich müsste nämlich mein Handy mal eben ins Ladegerät einstecken. So. Hier können wir auf jeden Fall den Klettermaxe machen. Immer dieses Backtracking einfach. I hate it. Hat der gerade kurz, da wäre eine Höhle, Mann. Okay. Jetzt müssen wir auch noch Eier klauen, Alter. Wer bin ich denn? Der Eiermann? Gut, die Eierfrau in dem Fall. So, da ist ja unser Gerät, was wir anzünden müssen. Aber wie zünden wir das an? Kann ich hier drauf springen? Nee. Ich glaube nicht. Nein, kann ich nicht. Und dadurch anzünden oder so eine Scheiße? Nein, geht auch nicht. Den Bums kann ich auch nicht irgendwie wegholen. Hä? Was für einen Sinn hat der Scheiß denn bitte? Okay, Leute, ganz ehrlich, kack drauf. Wir scheißen jetzt auf das Ding, wir gehen jetzt zum Einsatzziel. Da oben.
Also immer der Nase nach. Das heißt, wir können doch eigentlich hier ganz entspannt drunter. Ah, hat ja gut geklappt. So, dann hier lang, Wumms, den. Dann, oh, nochmal. Die Lampe können wir eventuell auch anmachen. Okay, da kommen wir jetzt nicht mehr hoch, oder was? Okay, fuck it, wir gehen hier hoch. Wir werden ja wohl irgendwie da rüber kommen. In der Höhle war noch irgendein Scheiß. Also ich kann mich daran erinnern, dass ja hier angezeigt wurde, dass es hier irgendwas geben würde. Gibt. Du weißt, was ich meine. Und vielleicht haben wir ja jetzt irgendwie erst die Möglichkeit bekommen, eine Tür oder so eine Scheiße aufzumachen. Aber wir wären ja auch exakt jetzt schon dran vorbei, ne? Ne, ne. Ne, ne. Hier kriegen wir nichts mehr. Jetzt mal schneller laufen, Mann. Auf jeden Fall sehr sinnig, dass das Feuer da nicht ausgegangen ist. So. What the fuck? Gerade muss ich mich echt kurz fragen, wie es weitergeht. So, wir müssen dahin. Warum habe ich das Gefühl, dass die absolut falsch sind? Warum habe ich das Gefühl, dass wir absolut richtig sind und wir hier noch nicht waren? Katsching! Ich hab dir geholfen und er schießt auf mich. Was soll denn das? Komm ich danach nochmal hier hoch? Ja, komm ich. Nee, von da unten kann ich höchstens hier hoch schießen. Ach so, kann es sein, dass wir vorhin da gestanden haben? Das heißt, wir haben im Prinzip quasi jetzt einen
ultra langen Weg genommen. Das möchte das Spiel mir gerade mitteilen. Zack. Nicht anvisieren. Ja, ich komme bestimmt gleich nochmal dahin zurück. Vielleicht aber auch nicht. Da gehen wir mal gleich überall hin. Da müssen wir ja auch hin. Ah, okay, das heißt, wir sind hier. Sind wir sowieso auf dem Weg, wo wir eigentlich gar nicht hin müssen, zwangsweise. Erstmal schön alles mit Sachbeschädigung kaputt machen. Gerade kann ich nicht anzünden. Kein Jumpscare, Mann. Ich hasse Jumpscares. What? Recurve-Bogen. Provisorischer Langbogen zum Recurve-Bogen funktionieren. Achso, das macht er automatisch. Noch höhere Schussfrequenz. Mehr Schaden. Ja gut, aber mehr Schaden brauchen wir ehrlich gesagt nicht. Aber wir können sowieso noch zwei Upgrades machen. Ja, gut, rechnen kann ich auf jeden Fall. Es gehörte früher zu Yamatai. Erstmal hier probieren. Oh Mann, das ist nicht. Das nenne ich mal Rätsel.
Ach, das ist mit Timing. Spiel, was willst du von mir? Ach nee, echt, Madame? Das habe ich auch schon gemerkt. Okay, ich glaube. Interessant. Ich glaube, ich weiß jetzt wie. Ich glaube, ich weiß wie. Ich muss ein bisschen länger warten.
Ja, aber die Frage ist, muss ich da rausspringen oder wohin? Nur das Timing muss stimmen. Okay. Ja, weiter, Mädchen. Wunderschön. Gehörte das hier zu einem größeren Komplex von Ruinen? Ja, wenn sich die Scheißspitzerei jetzt sich nicht gelohnt hat, ne? Oder sich nicht lohnen wird, dann weiß ich aber ein Besen, ne? Okay. Gut. Ich will jetzt nicht sagen, ob es sich gelohnt hat oder nicht. Weil sonst kann ich auf jeden Fall gleich mal einen Besen holen. So, ja, warte, ich kann ja wieder Upgrade machen. Und das kann ich, glaube ich, sogar auch wieder, ne? Verbessern Sie Ihre Kletterkünste. Setzen Sie Ihre geschärften Sinne, eine versteckte Belohnung zu finden. Ja, dann machen wir erst das Klettern, ne? Nach einer Landung Umschalt drücken. Okay. Machen wir. So, mal gucken, ob wir jetzt in einem Speedrun schaffen, in 6 Minuten an der Abbruchstelle zu landen. Ha! Zu landen! Ha! Witzig. Also der Pilot ist da ja schon gelandet. Ey, dass die hier nicht einfach mal schneller läuft, ne? Das macht mich so fertig, ja. Oh, oder hier, ey, ist ja noch schlimmer. Heiliger Waldgeist, ey. So, da waren wir also drin. Das heißt, im Prinzip können wir ja jetzt hier runter, ne? Da würde ich eventuell nicht runter wollen. Das sieht nämlich nach einer harten Landung aus. Das hier muss einem US Marine gehört haben. Waren sie in Truppenstärke auf der Insel oder war es nur eine Vorhut? Stehen diese Markierungen für verlorene Freunde oder getötete Feinde?
Wie auch immer, er brauchte einen Drink. Den brauche ich auch gleich, wenn die alte nicht mal schneller läuft. So, da können wir noch rüber. Schablagu. Warum? Warum wechselt die jedes Mal auf die Pistole? Warum? Warum du machen das? Ich nicht verstehen. Also, ich gehe jetzt nochmal zurück, weil wir da ja auf jeden Fall hin müssen. Aber ich bin ja noch nicht fertig. Ich will looten. Gib mir Loot. Auch ein bisschen strange, dass wir auch nur ein Seil werfen können, ne? Hä? Hier stand doch irgendwo gerade, drücken Sie E zum Untersuchen. Da. Wir sind auf jeden Fall stark genug, wir können diese Säule locker umreißen. Gut, keine Ahnung, wie wir da hinkommen sollen. Aber jetzt gehen wir erstmal wieder Eier klauen. Kommt mir ein bisschen so vor. Ach, oh mein Gott. Ich bin Dulli. Ich bin ja so ein Dulli. Nee, warte mal. Macht keinen Sinn. Ganz kurz. Hallo? Ganz kurzes Päuschen. Weil, das macht deswegen keinen Sinn. Da kann ich das lieber so rum machen, gehe dann hier zurück, mach den Bums dann daran, spring dann von die Plattform einfach auf die untere und dann bin ich ja an meinem Ziel angelangt. Heute bin ich Hoshi, Tochter von Hiro und Kokoro. Morgen bin ich Hoshi, Tochter der Sonne. Die Königin hat gesprochen und ich erhielt Gewänder. Jedes Mädchen in jedem Dorf träumt von dieser Ehre. Mutter weint unaufhörlich und Vater strahlt vor Stolz. Er hat noch nie so viel gelächelt. Diese gewaltige Ehre hebt meine Familie in die Oberschicht der Gesellschaft von Yamatai. Uns wird es zeitlebens an nichts mehr mangeln. Und eines Tages nehme ich vielleicht sogar den Platz der Sonnenkönigin ein. Und dennoch beschleichen mich diese Gefühle. Erst dachte ich, es wären nur die Nerven, aber die Beunruhigung wuchs stetig. Ich kann den Ruf nicht ablehnen, das würde meine Familie ruinieren. Aber ich habe Angst vor meiner Königin. Ja. Dumm gelaufen, würde ich sagen. So, wir werden aber auf jeden Fall jetzt an dieser Stelle Feierabend machen. Sonst hat die Folge hier gleich Überlänge. Wie es weitergeht, das seht ihr auf jeden Fall in der nächsten. Dann werden wir den Piloten endlich auch retten. Bis dahin, haut rein. Cheerio.